Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Wir haben uns beim letzten Mal auf den Weg in die Kyanid-Basis gemacht, wo wir gerade drin stehen. Und ich würde sagen, wir machen uns direkt auf den Weg und besorgen ein bisschen Kyanid, dass wir für den Krebs da ein Tiefenmodul machen können. Und ich will mal gerade schauen, wie tief der denn alleine runter kann. Okay, 700 Meter, das ist mehr als gedacht. Moment mal kurz. Nur mal ganz kurz schauen. Das muss ich jetzt mal gerade wissen. Ist das wegen 1? Okay, nun 400 Meter. Okay, das ist tatsächlich wegen diesem einen Modul. Das ist krass. Das ist krass. Den packen wir aber erstmal wieder ein. Wir fahren noch ein paar Meter oder schwimmen noch ein paar Meter weiter. Wir können ja noch ein bisschen runter. Da nehmen wir dann das ganze Ding mit. Dann schauen wir doch mal. Ich soll nur aufpassen, dass mich das hier nicht erwischt. So. Okay, irgendwo hier hinten ging es runter. Ich glaube sogar hier vorne direkt. Jo, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Da haben wir auch schon die ersten Kyanid-Kristalle. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier vorne den vielleicht sogar schon abbauen können, da diesen kleinen. Wir gehen aber trotzdem mal weiter. Und hier unten haben wir auch diese Krebse. Waren die beim letzten Mal schon hier? Ich glaube nicht, oder? So. Wir sind hier so eine Querlage gerade. Egal. Jo. Einmal Krebs raus. Wir gehen raus und holen uns mal den Krebs. Dann schauen wir doch mal, ob das hier vorne ging. Und da vorne ist auch direkt noch ein Krebsteil. Was haben wir denn hier? Ach, Torpedoarm. Ach so. Der ist natürlich gut. Aber schöne Musik hier unten. So ein bisschen verwünschen. Oder verwunschen, finde ich, die Musik. Leider können wir die großen nicht abbauen. Das finde ich sehr schade. Dann packen wir doch mal wieder ein. Wir könnten halt... Ja, komm, wir holen hier ein bisschen... ein bisschen Quarz holen wir ein bisschen mit. Das können wir alles einpacken und dann in den... Was macht der denn da für ein Breakdance? Und das können wir ja dann schön in den Frachtraum packen, genau. Aber in den Frachtraum von der Seebahn natürlich. Das müssen wir gleich umtauschen. Achso, geht noch weiter. Ich glaube, das ist aber schneller geworden als damals. Also als im ersten Teil. Weil da war man ja mit zwei Bohrarmen mal gerade so schnell, glaube ich. So. Und eins noch. Na, komm schon. Eh kaputt. Wunderbar. Dann mal gerade den Frachtraum checken. Da haben wir eine ganze Menge gesammelt. Das ist gut. Das können wir immer gebrauchen. So. Oh. Ja, dann haben wir hier... Achso, das ist Energie. Okay, dann will ich das auch beibehalten. Dann tun wir das erstmal hier unten rein. So. Ja, genau. Achso, ist voll. Na gut. Dann hier rein. Und weiter geht's. Ich bin gespannt, was da unten wartet. Ich hoffe, nichts Böses. Na? Ja, wunderbar. Und wieder rein. Oh, ups. Na gut, irgendwie muss man doch Kyanid bekommen hier. Größere Mengen, zumindest. Oh, ich sehe gerade, wir sind ja schon fast ganz unten. Dann bleiben wir doch besser hier stehen. Aber schön zentral, wo wir das immer sehen. Dann holen wir doch mal gerade da vorne Kyanid. Da steht wieder ein bisschen was. Und dann scannen wir auch gleich mal. Ach ja, wunderbar. Ein bisschen Lithium. Da geht es auch nochmal runter. Ist aber schön hier. Gefällt mir gut. Mit den großen Kristallen. Wo war denn jetzt gerade der Bauplan? Ach, da vorne. Oh. Haben wir schon. Na gut. Na gut. Da hinten liegt keiner.
Und auf geht's. Ich will ja, würde ja gerne mit diesen Kristallen eine Basis bauen. Richtig hochwertiges Ding. Oh, nicht dagegen knallen. Oh, da ist was ganz Großes. Was ganz, ganz Großes. Hier war doch ein Vorkommen, oder? Ach, da oben. Was ist denn das? Kupfer, ja, nee, Kupfer haben wir, glaube ich, genug aktuell. Das können wir mal links liegen lassen. Bis was kommen wir noch runter? Da haben wir so einen komischen Bodenkriecher. Was bist du denn? Ach so, du bist so ein... Okay. Oh, oh. Tschüss. Hau ab, hau ab, hau ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Alter Schwede, so viel zu. Es gibt so fette Viecher nicht mehr. Oh mein Gott. Ein zweiter Angriff und das wäre es schon fast gewesen. Alter Schwede, ne? Hier wusste ich zum Glück direkt, wie ich mir helfen konnte. Indem ich einfach nur geschlagen habe. Das hat ja geklappt. Und es war jetzt auch nicht so furchteinregend. Einflößend, wollte ich sagen. Aber ich will trotzdem vorsichtig bleiben. Ich würde ihn ja ganz gerne auch scannen, aber ich glaube, da kommen wir nicht zu. Was? Oh ne, kommst du schon wieder? Der kommt halt schon wieder. Mist, ich krieg den nicht. Er ist zu schnell. Er ist einfach zu schnell. So, jetzt muss ich direkt wieder reparieren. Wo ist er hin? Da ist er. Na gut, der fühlt sich wohl bedroht, dass wir hier sind. Aber ich will auch nicht gehen. Ich auch nicht. Ich will gleich speichern und dann will ich reingehen. Also, darunter gehen. Kann das Ding ziehen? Okay, das ist mir neu. Schauen wir mal ein paar Meter zurück. Oder schwimmen wir ein paar Meter zurück. Nur zur Sicherheit. So, ja. Ja, hier ist, glaube ich, okay. Und dann laden wir mal kurz um die Kleinigkeit, die wir dabei haben hier. Genau. Ja, 3 Kyanid ist schon mal gut. Da ist Essen drin, da ist Essen drin. Können wir schon mal gebrauchen. Wobei, habe ich selber dabei. Und jetzt müssen wir hier drauf zugreifen. Wunderbar. 100% in allem. Und dann speichern wir mal kurz. Und jetzt gehen wir mitten rein. Ach, da unten liegen ja noch ein paar Teile rum. Das ist Torpedo, oder? Genau, den hatten wir den nicht schon. Moment. Ja, den hatten wir schon. Egal. Nehmen wir mit. Jetzt will ich da unbedingt runter. Und die nehmen wir auch mit. Ich glaube, für mich macht es aber mehr Sinn, wenn ich hier reinspringe.
Gehens. Jo, da ist auch wieder Kyanit, das nehmen wir auch wieder mit. Und da ist wieder, das ist so eine Schubkanone, ist das doch, ne? Also so ein Bauteil dafür. Die würde mir in so einem Fall auch echt gut gefallen. Und so viel zu richtig schönen Musik hier unten, ne? Schön auf die Nerven hier, ne? Warte mal, das brauchen wir doch. Oder? Nee, das ist einfach nur Blei. Brauchen wir trotzdem. So, ich habe 72%. Der macht also jetzt nicht so übertrieben krass Schaden. Weil er sich auch immer Zeit lässt mit seinen Angriffen, was es natürlich entspannter für uns macht. Trotzdem habe ich Schiss, dass das Ding mich angreift. Mehr Schiss habe ich, dass ich den einmal übersehe und dann wieder so einen Jumpscare habe wie im ersten Teil. Okay, hatten wir auch schon. Ja, weiter geht's. Wir haben noch 120 Meter, die wir runter können. Das würde ich auch gerne ausreizen. Ausreizen. Da kommt er. So. Die hat aber echt viel Leben, ne? Die blöde. Ich bin mir auch nicht sicher, was es ist. Also, was heißt nicht sicher? Ich weiß gar nicht, was es ist. Eins ist sicher, das ist ein Leviathan. Ja, das ist er, okay. Ich dachte gerade, da schwimmt sowas anderes rum. Das sah gerade aus wie so ein, weiß ich nicht, krebsartig kurz. Warte mal, die hatten wir schon. Ach du Kacke. Ja, hier sind wir auf was ganz Großes gestoßen. Ach du Heilige. 100 Meter können wir noch runter, da können wir also noch runter springen. Jo. Hier muss doch so ein großer Druck sein, dass hier überall Diamanten rumliegen, langsam. Oh, sind das diese. Nee. Ich dachte gerade, das wären diese Blutviecher. Aber ich finde das gerade wieder so spannend, ne? Das, was ich vor ein, zwei Folgen meinte. Du. Oh, Moment. Da vorne vielleicht. Ja, du gehst halt irgendwo hin und du entdeckst was. Immer so ein bisschen. Und dann, oh, Nickelerz. Dann gehst du weiter und entdeckst du wieder ein bisschen. Und da hast du immer wieder neue Lust, neu zu entdecken alles. Wir holen auf jeden Fall ganz viel Nickelerz mit. Das hier sollten wir auch mitnehmen. Das war Magnetit, genau. Kyanid lassen wir jetzt mal stehen. Eins. Okay, hier bewegt sich wohl nichts Großes, hoffe ich. Aber hier in der Mitte könnte was sein. Boah, da geht's runter, glaube ich. Geht das? Ja, das geht. 25 Meter. Oh, ich muss aber hier stehen bleiben. Alter Schwede. Oh! Das können wir gebrauchen. Und hier geht's irgendwie sehr, sehr weit runter. Luftsack 204. Oh mein Gott, was ist das denn? Ach, das ist auch Kyanid. Ich dachte schon, das wäre jetzt nochmal was anderes. Nochmal was Krasseres. Oh, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde die Höhle geil, aber ich habe Schiss, dass ich hier nicht mehr rausfinde. So langsam.
Druide. Ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, wenn ich hier weiter schwimme. Oh, es macht ganz viel Sinn, dass ich hier weiter schwimme. Ich bin halt immer vorsichtig, weil ich habe nicht unendlich Luft. Seitdem ich da ein paar Mal gestorben bin, bin ich da auch nochmal ein bisschen vorsichtiger. Ja, wunderbar. Wir sind drin. Das wird wieder was hier, ey. Gefällt mir aber richtig gut. Ich mag halt solche Kristallsachen. Sieht voll geil aus. Wie in so einem... Ich weiß gar nicht. Wie in so einem... Wie so ein Fantasy-Film. Fällt mir gerade sogar so eine Szene aus einem... Habe ich damals eine Superman-Szene gesehen. Ich glaube, das war noch der vor 2010. So ein ganz alter Teil noch. Da war ja auch immer so eine Kristallhöhle irgendwie. Da kann ich mich gerade dran erinnern. Oh, das sieht dämonisch aus. Erbauerkörperteil. Sieht halt voll dämonisch aus. Ich weiß gar nicht mehr, die Erbauer, das waren das die... Weiß nicht mehr. Waren das böse? Also. Doch, ich glaube, das waren noch böse, ne? Die Erbauer. Ja, voll geil. Drei Augen. Wieso schwimmen die eigentlich hier rum? Ich weiß nicht, ob die das... Ups. Ich weiß nicht, ob die das meinten mit sehr wertvoll. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Kyanid unten. Ich will aber jetzt nicht hinspringen. Wie viel habe ich eigentlich dabei? Das ist alles Titan. Das kann ich zur Not rausschmeißen. Ich glaube, ich habe schon eine ganze Menge Kyanid eingesammelt. Ich weiß auch nicht, wie oft wir das jetzt brauchen werden. Aber das Gebiet hier ist auf jeden Fall... Soweit sicher, da kommen wir easy hin. Also das obere. Hier unten bin ich mir da nicht so sicher. Weil ich auch nicht ganz sicher bin, wo es hier rausging. Da oben ging es, glaube ich, raus. Okay, interessant. Interessant. So, okay, da ging's raus. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall mal mit einem tiefen Modul rein, mit dem nächsten, was wir dann für den Krebs bekommen. Da sind wir aber auf einem guten Weg, würde ich sagen. Komm, ich hol dir noch ein Kyanid mit, das, was hier rumsteht. Da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Ihr erinnert mich gerade so ein ganz kleines bisschen irgendwie an Harry Potter. Ich weiß es nicht. Aber ich finde sie gut. So, wir sind wieder sicher in Anführungszeichen. Wir sind bei 678 Metern. Nickelerz. Brauchen wir? Ich glaube, dann fehlt vom Nickelerz nur noch eins. Dann haben wir genug. Ihr seid auch diese drei Augen, ne? Genau. Ist das hier Nickelerz? Ist das? Nee, ist es Silber. Na toll. So. Ah, Magnetit, genau, das können wir auch immer gebrauchen. Nehmen wir auch mit, was wir kriegen. So, ganz kurz. Okay, weiter geht's. Hatte ich gerade einen Kratzen im Hals. Ich glaube, ich trinke mal gleich kurz einen Schluck. Ich will unbedingt mehr sehen. Also, was zum Entdecken. Nicht irgendwelche komischen Viecher, die uns angreifen. Hier können wir gestohlen bleiben. Hm.
Nickelerz. Und da vorne ist noch ein Nickelerz. Was ist da vorne? Okay, ein paar Meter haben wir noch. Okay. Das wird ja immer krasser nach unten. Ich darf nur nicht zu tief runterkommen jetzt. Komme ich hier hin? Okay, dann stelle ich mich kurz hier drauf. Und auf geht's. Das will ich jetzt wissen, was das ist. Das ist halt einfach voll spannend. Und das sieht voll geil aus. Okay. Haben wir noch. Bitte fresst mich nicht. Sonnenrad. Okay. Nicht zum Mitnehmen. Wieso hat die Musik aufgehört? Das macht mir Angst. Na gut. Komm, wir gehen gerade noch ein paar Meter da runter. Ich bin gerade einfach so entdeckfreudig. Aber ich will auch nicht zu weit. Ja, ich glaube, wir kommen nochmal wieder. Wir machen das besser, wirklich. Das ist Titan, genau. Ich glaube, wir machen das besser, wenn wir das Tiefenmodul haben. Dann sind wir auf Nummer sicher. Wir brauchen jetzt nicht zu riskieren. Wir haben alles, was wir brauchen, glaube ich. Und wir gehen beim nächsten Mal darunter. Ich würde nämlich sagen, wir machen an der Stelle einen kleinen Cut, weil wir nämlich auch schon wieder am Ende einer Folge sind. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Dann verpasst ihr keine neuen Folgen. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Macht gut. Bis zum nächsten Mal. Und da setzen wir uns hin. Tschüss.